denn die Aufnahme von Torben gestern war ja ein bisschen unterbrochen, weil der Akku dann plötzlich seinen Geist aufgegeben hat, beziehungsweise alle war. Genau, wir waren ja nicht so gut vorbereitet, es war alles ein bisschen spontaner gestern. Genau, aber es waren tatsächlich Robben dort im See, beziehungsweise es ist ja nicht so richtig ein richtiger See, weil es ja zum Meer noch offen geht, aber genau, die Bucht da. Und als ich heute Morgen mit dem Hund spazieren gegangen bin, hatte ich auch Ausschau gehalten und so ein, zwei im Wasser gesehen und war dann plötzlich ganz perplex, dass da die ganze Badeinsel plötzlich voll ist. Also bestimmt 20 Robben oder sowas saßen da drauf. Haben sich da gemütlich gemacht. Leider waren die dann schon weg, als ich dann Torben Bescheid gesagt habe, ob er vielleicht mit der Drohne hinfliegen möchte. Dann waren die leider nicht mehr da, aber vielleicht haben wir ja nochmal Glück und können da ein paar coole Aufnahmen machen. Genau. Und ansonsten haben wir den Tag relativ entspannt verbracht. Die ganze Zeit quasi auf dem Gelände, weil das gibt ja schon genug her. Und wir haben das schöne Wetter genossen, waren ganz viel auf dem Balkon und genau, haben uns das da schön eingerichtet mit Spielsachen und Snacks und Co. Das war auf jeden Fall richtig cool und hinterher dann auch noch im Garten. Und genau, einfach ganz entspannt gemacht. Unsere kleine Maus, die kränkelt ja auch ein bisschen. Eine kleine Erkältung eingefangen und Zähne kommen und ja, alles ein bisschen auf einmal. Dann haben wir ein bisschen einen ruhigen Tag eingelegt und abends nach dem Abendessen haben wir dann noch ein kleines Lagerfeuer angemacht und S'mores gemacht, also Marshmallows mit Käse, mit Keksen und Schokolade. Das war natürlich für den Großen auch ein Highlight, aber genau, wir haben das alle sehr genossen. Es war ein schöner Tagesabschluss und als die Kinder im Bett waren, haben wir dann den heutigen Tag ein bisschen geplant. Und zwar sind wir jetzt schon wieder unterwegs und schauen uns mal den Olympic National Park an. Das erstreckt sich über eine relativ große Fläche und genau, was wir so auf den Fotos gesehen haben, was uns erwarten wird, sind wir super gespannt drauf und nehmen euch natürlich mit. Dadurch, dass mittendrin ja der große Berg ist, muss man halt außen rumfahren und das, ja, frisst ganz schön viel Zeit. Ich glaube, wir haben so eine Fahrzeit von ungefähr 7 Stunden, natürlich nicht durchgehend. Die erste Etappe ist jetzt 2 Stunden, die kleine Maus ist eingeschlafen, der Große ist auch versorgt und den Hund haben wir auch dabei. Genau, da mussten wir natürlich auch gucken, was können wir mit dem Hund machen, weil er natürlich auch nicht auf allen Wegen mit darf. Haben wir so ein bisschen demnach gestaltet, unsere Route heute. Ja, genau, sind auf jeden Fall super gespannt, ob wir auch irgendwelche besonderen Tiere sehen, aber natürlich auch die Landschaft und all das, was der Nationalpark so herzugeben hat. Genau, das Wetter ist perfekt, richtig, richtig gut und wir sind gespannt und hoffen, dass die Stimmung gut bleibt und ja, nehmen euch jetzt erstmal mit. Moin! So, hier am Visitor Center angekommen, haben wir jetzt gerade hier unseren Permit gekauft, dass wir hier überhaupt in den Nationalpark rein dürfen. Das Willkommenszeichen hier ist leider abgedeckt, weil hier an der Straße große Baustelle ist und den einen Wanderweg, den können wir hier nicht gehen. War jetzt nämlich gerade am Sonntag einen großen Brand gab, da ist eine Hütte abgebrannt und seitdem ist der ganze Track quasi geschlossen. Ist okay, das hatten wir auch nur semi rausgeguckt für uns und planen jetzt einfach eben gar nicht dahin zu gehen. Wir machen jetzt hier eine kurze Wanderung, einen kurzen Weg, mal zum Warmwerden, Hund rauslassen und uns ein bisschen bewegen, bevor wir dann weiterfahren. Hier in Port Angeles sind wir gerade. Da wollen wir einmal raus Richtung Wasser. Vivi will unbedingt mal schauen, ob wir da Orcas sehen. Das machen wir dann natürlich auch. Ansonsten habe ich hier eine tolle kleine Karte, große Karte. Da freut sich der Große bestimmt noch nachher drüber, dass wir uns das alles angucken können. Und dann fahren wir weiter. Genau, wie wird ja schon erzählt, es ist ein bisschen länger heute, was wir vorhaben. Deswegen wollen wir auch gar nicht so viele unplanmäßige Zwischenstopps machen. Wir haben schon viele Stopps eingeplant und ich glaube, dass wir damit gut zurechtkommen. Und genau, jetzt lassen wir mal den Hund raus, Bailey ein bisschen bewegen,
Hier ist direkt ein Hundewanderweg quasi. Und wir nehmen euch weiterhin mit und machen uns jetzt auf den Weg. Moin, so ich halte mich mal kurz. Wir sind jetzt gerade hier in Forks, machen eine Pause. Das heißt, rein theoretisch haben wir eigentlich irgendwie erst die Hälfte unserer Fahrstrecke geschafft und es ist 4:15. Das heißt, ein bisschen was haben wir noch vor uns zu fahren. Allerdings sind das nur noch zwei kleine Stops und die anderen Stops, die wir zwischendurch hatten, die haben halt einfach ein bisschen mehr aufgehalten. Wir sind ja quasi nach Port Angeles, wo wir da beim Visitor Center und in dem kurzen Spaziergang oder in dem Wald waren,
sind wir noch mal einmal kurz im Hafen raus. Da haben wir noch ein paar Robben gesehen, Orcas aber keine. Haben uns da aber auch nicht allzu lange aufgehalten. Dann ging es halt noch weiter den Highway 101, den Olympic Highway quasi. Und dort haben wir uns einen Wasserfall rausgesucht, den wir, den wir auch mit Hund gehen können. Auch wenn Bailey da letztendlich nicht zum Wasserfall mitgekommen ist, sondern nur da auf dem Rasengrundstück ein bisschen unterwegs war. Dort hatte ich auch die Begegnung mit einem Ranger, der meinte, dass Drohnenfliegen halt da nicht erlaubt ist, obwohl mir meine Drohne nichts angezeigt hat und auch in der Broschüre nichts zum Verbot von Drohnenfliegen halt drin steht. Von daher lief das Gespräch aber ganz easy. Er hatte dann nur gesagt, von wegen, dass ich das da nicht fliegen darf. Hatte gefragt, ob ich irgendwie eine Drohnenerlaubnis habe. Habe ihm meinen Führerschein und alles jetzt gezeigt. Da sagte er, okay, ist alles gut. Pack die Drohne einfach weg und fahr weiter. Ist kein Problem, sagte er. Ich hatte ihm das halt auch mit der Broschüre gesagt. Und er sagte, okay, ist auch ein bisschen merkwürdig für ihn. Jetzt weiß er gar nicht mehr, ob das überhaupt richtig ist oder nicht. Und von daher sind wir einfach so verblieben. Danach geht es aber weiter. Ich glaube, wir haben da noch einen Stopp am See angelegt, bevor wir dann quasi direkt weiter durch nach Forks hier gefahren sind. Das sind immer so, eigentlich sind die Fahrstrecken gar nicht mehr so weit gewesen, so 40 Minuten oder sowas war jetzt das letzte zwischen dem See und Forks entfernt. Und von daher, wie gesagt, haben wir uns eigentlich nur mehr an den Zwischenstopps aufgehalten als die reine Fahrerei. Jetzt wollen wir aber hier auch ein bisschen die Zeit nutzen, damit Bailey sich ein bisschen bewegen kann und auch der Große mal ein bisschen rauskommt, nachdem er dann ja bei einigen Stops gar nicht alles aussteigen wollte, was okay ist. Wir zwingen ihn dann ja auch nämlich dazu. Und die Lütte macht bisher auch ein paar Schläfchen im Auto, was auch ganz praktisch ist, denn im Auto schläft sie eigentlich mal relativ gut. Und so kann sie sich ein bisschen auch von ihrem Kranksein erholen. Genau, bevor das gleich wieder abrupt abbricht, weil ich nämlich jetzt erstmal wieder bei der Fahrt gleich die GoPro aufladen muss. Ist von dem Rest jetzt einfach mal leer. Würde ich sagen, ich sage tschüss. Wir machen uns gleich wieder weiter auf den Weg und gucken mal, ob wir beim Ruby Beach und Tree of Life den Zwischenstoß, den wir noch vor uns haben, noch was Besonderes sehen. Und ansonsten machen wir uns wieder zurück auf den Weg zur Unterkunft.
Moin. So, wir sind zurück von unserem Tagesausflug. Wir waren jetzt fast 13 Stunden dann tatsächlich unterwegs. 9.30 Uhr sind wir circa los. Und 2 Minuten vor 10 Uhr abends sind wir jetzt erst wieder zurück. Wir sind dabei noch nicht mal alle Punkte angefahren. Also eine Sache haben wir jetzt nicht gemacht. Ein Regenwald. Das hätte uns noch eine Stunde mehr Zeit gekostet. Da hätten wir entsprechend noch zum Regenwald reinfahren müssen. Und das dauert eine halbe Stunde und dann wieder da raus, weil das leider nicht direkt auf der Strecke liegt. Das wäre an sich eine coole Sache gewesen, weil das wohl ein schon sehr sehenswerter Regenwald ist. Alle Pflanzen dort richtig doll Moos überwuchsen sind und man dort halt auch die Chance hat, auf Elche, Rehe, Bären oder keine Ahnung was zu sehen. Wobei wir ja auch dort erfahrungsgemäß immer, wenn man sowas hört, nichts sehen. Das heißt, das ist natürlich nur eine Möglichkeit und ich glaube auch nicht, dass wir das bei der normalen Tagestour gesehen hätten. Genau, also wir sind in Port Angeles gestartet. Im Visitor Center. Das heißt, die Fahrt dorthin mit 2 Stunden 10 Minuten hat super geklappt. Die Kleine hat geschlafen, der Große war beschäftigt. Bailey hatte ich hier vor morgens nochmal ordentlich Spielzeit gegeben. Wir haben hier mit dem Ball gespielt und war ordentlich ausgetobt. Das heißt, das ist alles richtig gut gelaufen. Und das Einzige, was wir wirklich hätten anders machen sollen, wäre eher starten. Denn von dort aus haben wir noch die eine kleine Wanderung ja gemacht und dann sind wir nochmal unter diesen Uferbereich, diesen Landbereich raufgefahren. Das ist da von der Viertelstunde entfernt nur. Und auch die weiteren Stops, die waren letztendlich von der Zwischenfahrzeit jetzt gar nicht so lang. Vielleicht war das auch mit unter anderem ein Problem. Von dort aus da haben wir ja 2 Seerobben gesehen. Ansonsten war der Blick auf die Berge dort natürlich auch relativ cool mit dem Land davor. Zum anderen sind wir dann halt weitergefahren, haben uns einen Wasserfall angeschaut, wo Bailey auch mit hin durfte, aber wir das dann gar nicht gemacht haben, sondern mit Bailey einfach nur vorne an ein bisschen spazieren gewesen sind und ein bisschen ja, die Pfoten vertreten haben. Der Große wollte nicht aussteigen, er wollte sich keinen Wasserfall angucken. Okay, für Vivi habe ich einfach Fotos mitgemacht. So haben wir den Aufenthalt eigentlich auch schon relativ kurz gehalten. Sind danach weitergefahren. Dieses andere Observation Deck, was man sich da angucken konnte, das sind wir gar nicht weiter angefahren. Ich will mir mal gerade mein schlaues Handy zu Rate ziehen, damit ich euch natürlich auch mit Fachbegriffen oder halt mit Orten füttern kann. Zack. So. Kurz Kamera umschwenken. Genau, ansonsten führt der 1:1 Highway einmal komplett um den Olymp Nationalpark halt rum. Wir sind von dort aus, hier, wie heißt es, nach Elvaya gefahren. Elva River Observation Deck oder Observation Area war gesperrt, war quasi Ablage für alle Baugeräte. Deswegen sind wir weiter südlich gefahren zum Medicine Falls. War ganz schön anzugucken. Wir hatten uns eigentlich einen anderen Wasserfall halt rausgesucht. Allerdings war der nicht für Hunde zulässig und ein längerer Wanderweg. Das war für uns dann einfach von vornherein ausgeschlossen. Maple Grove sind wir vorbeigefahren am Lake Sutherland. Dort soll sich anhalten auch lohnen. Man sieht allerdings die Berge nicht wirklich im Hintergrund, sondern man hat halt viel von dem Waldgebiet. Allerdings ein sehr schöner, glatter, spiegelnder See bei passendem Wetter. Und wir sind dann einfach entsprechend weitergefahren zum Lake Crescent. Und Lake Crescent haben wir noch einen kurzen Stopp eingelegt, ein paar Aufnahmen gemacht und dann auch nochmal Luftaufnahmen gemacht und das Willkommenszeichen fotografiert. Und von dort aus, genau die Mary Mare Falls wären das danach gewesen, die haben wir halt weggelassen. Von dort aus sind wir eigentlich schon direkt nach Forks weitergefahren. Das war circa 45 Minuten und die anderen Zwischenstopps waren irgendwie immer so 15 Minuten. 20 Minuten irgendwas um den Dreh. Und in Forks haben wir dann eine etwas längere Pause, halbe Stunde eingelegt. Da gab es einen Spielplatz für den Großen. Es gab eine Möglichkeit für Bailey da rumzulaufen, weil Hunde auch erlaubt waren. Wir konnten uns also gut beschäftigen. Wir hatten Essen, Snacks, wir hatten sogar das Spielzeug für den Hund mit dabei. Das heißt, wir waren für alles geplant. Allerdings war es tatsächlich zu dieser Uhrzeit schon 16 Uhr.
Also ich weiß nicht, was wir davor alles gemacht haben. Ich meine, mit 9.30 Uhr, 2 Stunden Fahrt nach Port Angeles, haben wir wohl bei der ersten Wanderung und allem ganzen Drum und Dran mega viel Zeit vertrödelt und zwischendurch halt irgendwie auch. Denn 16 Uhr, das ist, also es war kurz vor 16 Uhr, ich glaube 16.30 Uhr sind wir dann nachher aus Forks wieder losgefahren. Und das war dann leider irgendwie auch das Problem, weil eigentlich wollten wir noch zum zum Hohregenwald, Ho Rainforest. Das war das Visitor Center wohl geschlossen und nur am Wochenende auf. Allerdings, wie gesagt, hätte sich dort die Wanderwege gelohnt mit dem ganzen Moos. Ja, und die Hot Springs sind wir nicht hingefahren, weil wir hatten genug Hot Springs in Neuseeland. Deswegen haben wir das mit Absicht nicht gewählt, aufgrund der ja eh schon eng gepackten Tagesroute. Das heißt, von Forks aus sind wir weiter südlich gefahren, direkt zum Strand. Und zwar zum dort bekannten Anhaltepunkt Ruby Beach. Und tatsächlich würde ich auch behaupten, und Vivi auch, die teilt sich da meine Meinung, war das am schönsten anzusehen von allem. Also leider erst zum Ende hin kamen die wirklich schönen Sachen zum Angucken. Das war von Forks aus, glaube ich, nochmal 40 Minuten Fahrt. Ruby Beach, super Platz, also richtig viele Parkplätze, einfach Weg runter zum Strand, mega eindrücklich, die ganzen Baumstämme, die dort angespült sind und allen drum und dran. Echt klasse Sache. Ein Stück weiter ist dann auch der Tree of Life. Das kann man sich natürlich angucken, wenn man eh gerade da ist. Den alten Baum, der da quasi aus der Erde rausgebrochen ist und noch verweilt. Ansonsten sind wir von da aus auch schon einfach wieder zurückgefahren. Also mehr war nicht. Wir haben noch einen Zwischenstopp gemacht, um kurz was zu essen zu holen. Wir haben halt bei Subway auf dem Rückweg gehalten, weil es einfach schon super spät war. Das war dann 18 Uhr noch was. Und wir brauchten von dort aus nochmal eine Stunde 40. Lass mich kurz überlegen. Irgendwas bei 3 Stunden hatten wir nachher auf jeden Fall für den Rückweg von Ruby Beach aus gebraucht. Und ich glaube, das war nachher 18 Uhr, genau. Das heißt, wir haben für den Rückweg halt natürlich ziemlich lange gebraucht. Und sind damit einmal komplett drumherum gefahren. Fazit. Wie hat Vivi das betitelt? Jetzt habe ich die Worte nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber ich glaube, sowas wie hätte man auch lassen können. Ist sehr kritisch. Letztendlich für das, was wir gesehen haben. Ich glaube, auch wenn wir ein bisschen mehr gesehen hatten, würde es trotzdem relativ ähnlich da bleiben. Zum Ersten haben wir ja in Port Angeles so einen Pass gekauft. Und wir kannten das eigentlich aus Kalifornien so, dass man halt, wenn man in so einen Nationalpark reinfährt, ja auch an so einer Ranger-Station vorbei muss und zeigt dann halt entweder seinen Pass, den man halt hat, oder bezahlt das dann halt dort. Und wir haben halt den Pass bezahlt. Wir sind ja extra von Port Angeles Richtung Süden zum Visitor Center gefahren, haben dort den Pass geholt. Und letztendlich haben wir den wohl gar nicht gebraucht. Also ich muss das nochmal genauer recherchieren. Wahrscheinlich lacht ihr mich jetzt aus. Oder lacht ihr uns aus, weil wir das gemacht haben. Wir haben halt gedacht, die Entrance Fee, das ist halt das. Es gab aber nirgendwo den Hinweis, überall, egal wo wir gehalten haben, dass man halt das unbedingt braucht, da halten zu können. Das waren halt viele Stops, die wir hatten am Highway 101 auch. Wir sind natürlich nicht weit immer rausgefahren. Vielleicht war das auch einfach der Grund dafür und wir hätten uns das jetzt sparen können. Also ich meine, es waren $30. Das ist jetzt auch nicht super, super viel gewesen, aber das ist natürlich blöd, wenn man das letztendlich gar nicht gebraucht hätte. Und dabei habe ich im Visitor Center extra nochmal mit dem die Route durchgesprochen, die wir fahren wollen. Er meinte, ja, und hier und da, und dann könnt ihr da noch halten. Und den Pass kriegt ihr dann hier nebenan in der Kasse. Okay. Und dachte ich mir, dann hole ich mir halt den Pass. Nun gut. Das war die erste Sache. Und zweitens, wie gesagt, sieht man von dem Mount oder von dem Olympic-Berg oder den Bergspitzen, Berggipfeln in der Mitte, bei der ganzen Fahrt, so gut wie nichts. Also man fährt halt drumherum und ist natürlich klar, dass immer nur rechts oder links natürlich dann da was zu sehen ist. Aber selbst das ist meistens alles komplett verdeckt vom Wald und von den ganzen Bäumen. Also eine Scenic-Route ist ja deutlich was anderes, unserer Meinung nach. Nicht erschrecken, das ist das Sprudelwasser hier. Das springt immer ab und an von selbst wieder an. Ich glaube auch nicht, dass ich das noch... Nee, kriege ich jetzt auch gerade nicht aus. Also auch da würden wir halt sagen,
das war auch nicht so eindrucksvoll, das zu sehen. An ein paar Punkten vielleicht schon. Aber auch da muss ich sagen, teile ich mir die Meinung mit Vivi und würde sagen, nein, leider war das eher ein Reinfall. Also der Große hat das super gut mitgemacht, aber auch er hat eigentlich vom ganzen Tag eher mehr was anderes erlebt, als quasi draußen sich Sachen angucken. Er hat am Anfang die Wanderung cool mitgemacht, auch ganz alleine wollte er da gehen, das war super. Zwischendurch war er ja auch noch mal draußen und spielen, das heißt, für ihn war das auch schon ein bisschen Bewegung auf jeden Fall und nicht nur Autofahren. Aber letztendlich glaube ich, mal abseits davon, wäre ihm das auch egal gewesen, wo wir hingefahren wären. Also es war nicht mehr eindrucksvoll, dass wir sagen, oh, heute haben wir einen richtig coolen Wasserfall noch mal gesehen, okay, da wollte er ja auch nicht raus. Oder richtig tolle große Berge oder dies und das und jenes, sondern ja, es war halt einfach nur eine Autofahrt. Das hätte auch von A nach B sein können, zur nächsten Unterkunft. Und von daher, ja, war das, ist das glaube ich was, das muss man irgendwie mit Übernachtung da vielleicht machen, also zum Campground oder halt in einer der Städte und noch mehr Sachen anfahren, damit man sagt, dass sich das wirklich lohnt. Für uns auf jeden Fall, wir haben es jetzt gemacht. Ich würde auch nicht sagen, dass wir uns jetzt super doll ärgern hinterher, weil wir haben ja trotzdem ein paar schöne Sachen ja auch gesehen. Und es ist alles relativ reibungslos verlaufen. Auf der Rückfahrt nachher hat die Lütte leider sehr viel geschrien. Die hat überhaupt nicht schlafen wollen. Die war dann irgendwie auch aufgedreht. Hatte dann ein bisschen gedauert, bis sie dann halt eingeschlafen ist. Die hat natürlich sich heute auch kaum bewegen können. Und deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass wir gestern den ganzen Tag hier in der Unterkunft hatten. Oder hier auf das bei dem Haus, wo wir aufpassen mit dem ganzen Spielzeug. Und das ist auch für morgen wieder geplant. Morgen bei unserem ganz letzten Tag, wo wir hier aufpassen und sonst nichts weiter. Genau, jetzt habe ich fast 12 Minuten nur so ein Feedback dazu gegeben, zu dem ganzen Ding. Das ist natürlich schon relativ viel Zeit. Würde da sagen, ich belasse es jetzt dabei und hänge jetzt noch ein bisschen im Whirlpool ab, wie wir schon Richtung Bett. Und wir sehen uns einfach morgen wieder. Bis dann!